Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Duell am Montag. Bei mir ist der gute Flöchen. Hi. Hi. Wie war das Spiel? Das Spiel war scheiße. Also dieser Opa, der da rumgekrückt ist durch dieses Haus in einem Schneckentempo. Aber die Jumpscares die haben mich teilweise erschreckt. Yeah. Ja. Ich fand eine Sache ganz gut, wo du denkst, du hast das Spiel ganz schnell durch und dann verarscht dich das Game und weißt, was ich bestimmt meine, ne? Die Szene. Ja, und dann gab es noch eine Stelle, wo man auf so eine schreiende Frau zuläuft und wenn man dann da ist, ist sie einfach weg. Und wenn du dann ein Stückchen weiterläufst, dann kommt der Jumpscare und das ist auch so. Ja, ätzend. Aber du hast es geschafft, ich habe es geschafft. Wie machen wir's? Unentschieden. Ja. Ja, keine Punkte, oder? Klingt gut. Dann würde ich sagen, ich spinne das Wheel. Wir haben wieder eine Challenge von mir. Minecraft Wizard. Oh nein. Okay, gut, dass wir es wirklich heute machen und nicht erst morgen, weil das wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja, oder man macht's wie ich und nimmt es wie heute Timer 5 auf. Ich hatte die komplette Woche keine Zeit und ja, deswegen mein Video lädt auch noch hoch. Ja, gut. Also, das Ziel ist es, möglichst schnell den Wither zu klatschen. Also wirklich den du aus 4 Souls und 3 Köpfen zusammenbaust, ja? Genau. Ist Bug-Using erlaubt? Können wir machen. Weil es gibt in der neuen Version die diversesten Bugs, mit denen du in Sekunden schnell Chunks ausheben kannst und so. Und damit kann man, glaube ich, ganz gut Wither-Skelette farmen. Ich würde auch sagen, die Version spielt nicht dazu. Okay. Aber keine Mods, oder? Nee, keine Mods. Also es muss eine Vanilla-Installation sein, was noch okay ist, ist Optifine. Ja. Aber sonst musst du halt farmen. Minecraft-Version ist egal. Und wie machen wir das mit Seeds? Na, keine Seeds, oder? Also eine clean Minecraft-Map. Ja, wie du die Einstellungen machst, ist mir eigentlich ziemlich egal, solange du keinen Seed reinhaust. Alles klar. Da der Rest des Intros nur noch unnötiges Gefasel ist, erspare ich euch das einfach mal. Wir haben noch die Regel festgelegt, dass man mit einem Mate zusammenspielen darf und auf Easy spielt. Die Dropchunks ist nicht, wie ich gedacht habe, bei 1 zu 1000, sondern bei 2,5% und damit sogar relativ wahrscheinlich. Und da Bug-Using erlaubt ist, ist es auch gar nicht so schwer, die Schädel einfach zu multiplizieren. Ich habe mit meinem Mate zusammen erst einen Run gespielt, um das Ganze auszuprobieren, wie schnell es denn geht und was man für Fehler machen kann, die wir vermeiden können. Da dieser erste Run ziemlich gut war, habe ich ihn auch mit in das Video geschnitten. Wie gut wir dann tatsächlich im zweiten Run waren, seht selbst.
Was? Netherfestung. Nice. Keine schöne Lage, aber... Ja, wahrscheinlich wurde es 5 Blöcke zurückgepackt. Uff. Ich sehe halt kein einziges Skelett, wa? Da oben ist eine Lore, fuck me. Komm mit hier. Ey Günner, der steht da und schaut die Wand an, der ignoriert mich komplett. Legit, der ist 10 out of 10 retarded. Ah, jetzt. Ja, hab ich's geil. Nee. Der erste Mann. Oh, scheiße. So, jetzt hätten wir es geschafft, nach einer halben Stunde. Ja, ne. Etwa. Ja. Na, wahrscheinlich, ich würde nochmal 10 Minuten für Redstone finden, etc. Aber wir können halt leider auch nicht darauf hoffen, dass es beim nächsten ersten Run auch so gut läuft mit dem Wither Skeleton. Geil. Ich spiele nie wieder irgendwelche fucking Testrunden, ne? So eine Scheiße. Ja, das war richtig retarded. Hätten wir die einfach aufgenommen? Aufgenommen haben wir. Richtig gespielt? Richtig gespielt haben wir. Hätten wir jetzt innerhalb von einer Stunde wahrscheinlich fertig gemacht.
Ja, riesige. We have done it. 55 Minuten. Mhm. So. Ach. Next. Now, richtig. Ja. Okay, dann stelle ich mich jetzt hier zu dir. Oder ins Lager, aber nein, locker. So, 3, 2, 1, los geht's. Nein. Ey, das war wahrscheinlich mal zu laggen. So, was haben wir gesagt? Brauchen wir auch eine Spitzhacke, ne? Eine Piste. Nice. Ich würde sagen, wir versuchen dann gleich die Höhle, die bei uns ist, da zu nehmen. Ich habe eine Werkbank. Nice. Welche Höhle meinst du? Hier ist eine Höhle. Ich gehe mal in die Höhle her. Die Höhle ist keine Höhle. Dort, wo ich gespawnt bin, meine ich. Ja, okay. Ich bin hier, in einer anderen Höhle. Ich schau mal, ob ich hier noch was finde. Hier. Ne? Von hier komme ich. Oh, darf ich noch kurz? Okay, warte, dann nehme ich die, wo ich gespawnt bin. Und gehe da schon mal rein. Wait, wo war die? Ah, hier, egal, hier ist eine andere. Ja, genau, die wollte ich reingehen. Oh. Nehme ich at least die mit und dann, oh Gott, wo bin ich denn gespawnt? Das ist jetzt wieder chaotisch. In die andere Richtung bist du gespawnt. Soll ich da hingehen, wo du gespawnt bist? Ja, mach das. Dann suche ich was anderes. Am Ende ist probably sowieso die gleiche Höhle. Das gleiche Höhlensystem bestimmt, aber. Schau mal, hier ist ein Lavasee. Am Wasser. Perfekt. Okay, aus. Hast du einen Zettel gerade? Warte, schreib's mal auf. Ich hab ganz das Wissen noch. Ah. Gott. Bei. So, habe ich mir aufgeschrieben. Perfekt. Fuck, meine Werkbank ist verbrannt. Direkt am Wasser. Ist ja perfekt. Muss direkt eine Höhle. Ja, ein GG. Ja, ich habe ein Leder. Eins reicht, oder? Eins reicht, ja. Perfekt. Ich habe noch viermal Fleisch und einen Apfel. Hast du noch eine Eisenspitzhacke? Die habe ich, ja. Gut, dann brauche ich dir keine. Hast du dir gerade eine Rüstung gemacht? Ja. Ich habe dir auch eine gemacht, egal. Echt? Ein Schild habe ich dir übrigens auch gemacht. Ja, ich hab dir zwei Brustplatten gemacht. Also, ich habe zwei Brustplatten gemacht, so. Ja, vier in eine. Ey, gerade mal, wer auch zwei Brustplatten gemacht hat. Gut, dann haben wir das auch.
geklärt. Yikes. Dann mache ich noch zwei Helme. Helm habe ich. Dann mache ich dir ein paar Schuhe. Ja. Ich kann dir auch noch Eisen geben, weil wir lieber noch eine Hose oder so. Ja, jetzt habe ich schon hab Schuhe gebaut. Ja, dann ist okay. Ah, super koordiniert. Dass wir es schaffen. Bitte spawnen wir nicht irgendwo im Scheiß-Spot. Goddammit, irgendwo in der Höhle. Ne? Ja. Ja, ich finde irgendwo in der Höhle gar nicht so scheiße. Gott, wie schnell verliere ich bitte Essen? Geht es in der Hölle schneller? Naja, aber du hast bestimmt regeneriert. Oh. Okay, hier ist nichts. Oh Gott, du bist mir hinterhergelaufen. Müssen wir uns durchbuddeln und hoffen, dass es kommt. Muss aufpassen. Hast du? Ja. Dann komme ich zu dir. Ich finde wirklich nicht. Hast du irgendwie verschachtet gebaut oder einfach nur Eingang? Ich habe versucht, Eingang zu bauen. Irgendwo habe ich eine Webbombe in den Weg gestellt. Au. Lol, ich habe gerade einen Lava-Tick abbekommen, obwohl ich nicht in der Lava stand. Jetzt brenne ich. Jetzt sind Buggy, ich nehme mal 4 Souls mit. Perfekt. Okay, das ist Glück im Unglück, ich habe Fortress gefunden. Perfekt. Denk dran, nicht zu rennen, wir haben nicht genug Essen. Oh, okay, gut, dass ich gerade durch die Hölle gerannt bin. My bad. Perfekt, jetzt müssen wir nur noch die Dinger finden. Ein Ghast. Zwei. Oh, why? Die Fortress geht aber noch weiter rein, oder? Ich habe jetzt 2 Wither-Skelette. Okay. Komm, du hast jetzt Lack. Ja, da ist gar nichts rausgekommen. Unfortunate. Ja, wir sind Skelett Schäden. Aber wir können halt leider auch nicht darauf hoffen, dass es beim nächsten ersten Run auch so gut läuft mit dem Wizard Skeleton. Geil. Wirklich? Ja. Nice. Okay, ich lauf zu dir. Die, wohin müssen wo waren die Koordinaten nochmal? Scheiße, ich habe gerade keinen Tab offen, wo es steht. Kannst du es raussuchen? Ja. Ich hab's doch vorhin schon nicht gefunden. Ah. Aber es war irgendwo in der Nähe von 00. War 0 minus 31 oder minus 31 0? Das weiß ich noch. Ja, dann war das zweite minus 31. Okay. Okay, ich laufe jetzt einfach straight zu einer Wand und grab mich da rein. Hört sich gut an. Pass auf wegen Lava. Was? Wofür werden beschossen? Wir sollten schneller in die Wand. Actually könntest du den Weg aber sofort weitergraben, weil mein Eisenpicker ist jetzt leer. Und ich baue dann schon mal die Duplizierungsmaschine. Äh,
Hast du Kohle? Ja. Ah, never mind. Ich hab noch Holz. Na, weil man braucht ja Repeater und für Repeater braucht man Steine. Gut. Puh. Hättest du jetzt da angeschaltet? Ich dachte, du hattest dich schon geklappt. Naja, ich hab keine Repeater gecraftet. Ich glaube, ich brauche aber trotzdem. Hast du noch Holz dabei? Ja, ein bisschen. Okay, du müsstest mir gleich was bringen, weil das reicht hier vorne und hinten nicht. Hast du noch Saplings, die du reinpacken kannst? Nee. Deine alte Holz? Ja, ich muss eh mir von dir gleich Stein geben, falls du hast. Hoffentlich. So Kabel. Ja, ein bisschen. Ja, weil ich habe keine Spitzhacke mehr. Achso, okay. Ich habe noch zwei. Einer ist ganz schön kaputt, aber. Achso, gib mir die kaputte mal wieder. Weil... So, ich probiere es auch mit zwei Repeater, muss reichen. Nee, das reicht nicht, Flo. Ja, was? Ich brauche nur das Timing. Ja, okay. Dann. Haben wir eigentlich noch ein Eisen? Weiter. Aber eine Spitzhacke, ich weiß nicht. Haben wir noch ein Eisen? Nein. Ich hasse dich. Weißt du, was wir vergessen haben? Was? So ein Eisen für einen Pisten. Nicht dein Ernst, wir wissen noch nicht, wo das Portal ist. Richtig. Aber das ist leichter zu finden. Jetzt nochmal Crafting Table. Ich komme. Crafting Table, Ofen. Das Eisen hast du schon geschmolzen? Nein. Okay, das ist ordentlich. Ah, ich komme. So, den Knopf mache ich wieder mal selbst, wa? Knopf, ja, die Pisten kann ich noch nicht craften. Okay, wir machen das. Zack, 1, 2, 3. Hier kommt der Pisten hin. Dann kommt hier die Wand hin. Warum ist sie heil geworden? Oh, der Ofen. Hast du noch 3 Cobblestone? Ja. Ich geh mal aus dem Weg mit drin. Nein, ist hier das Eisen im Ofen. Okay, magst du mir das ins Inventar schmeißen? Und kannst du noch Steine schmelzen? Cobblestone. Was soll ich craften? Zack, das Ding. So. Hast du ein Holz? Ja, eins habe ich nur. Dann gib mir dieses eine Holz. Habe ich? Gut.
Hast du es bekommen? Ja. Crafted meine fucking Pistole, nicht total. Wie viele Steine brauchen wir so? 6. Ja, ich kann ja mein Crafting Table verschmelzen. Verhalten. Also 6 Steine wäre optimal. Ich weiß nicht, ob es so schon funktioniert. Okay, man kann es so schon machen, alles gut. Ich brauche nichts mehr. Du hast gerade meinen Schädel eingesammelt. Hier hast du 6 Steine. Schädel brauche ich wieder. So, wo ist die Stelle? Hier haben die Kurve. Fluchtweg habe ich gebaut. Ja. Und dann hoffen wir, dass es jetzt so klappt. So, das ist hier drunter, der Mittelblock. Ich will jetzt hier nichts weiter machen. So, beschließen Weg. Danke. Ich hau einfach drauf. Ja. Hast du ein Eisenschwert? Ja, ne? Ja. Oh, mach du mal fürs Video. Ja, fürs Video. Ey. Du kannst trotzdem ein Eisenschwert haben, ja. Voll episch und so. Richtig epischer Winterfight. Ich habe nie so epischen Fight gesehen. Alles klar, easy game, wir haben gewonnen. 44 Minuten 30. Du willst den Nethas da haben? Okay. Bitteschön. Kannst auch noch eine Eisenbow-Chestbild haben. Schau zu, wie ich ihn jetzt verbrenne. Wir haben es geschafft. Yay! Okay. Sehr stark. Muss ich kurz schauen, ob wir das Ganze aufgenommen haben, oder? Oh ja, Hammer. Wenn nicht. dann wäre ich raus, ey. Well played, Sami, sogar noch schneller als beim letzten Mal, wo wir beim ersten Winter Skelett den Schädel bekommen haben. Nice. So, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch Ideen oder Vorschläge für weitere Challenges habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Tschüss.